Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omerta City of Gangsters. Inzwischen schon der dritte Teil von Northside, wo wir gegen den Kuckucksklan vorgehen und der schwarzen Bevölkerung, der farbigen Bevölkerung, tut mir leid, helfen wollen. Falls jetzt jemand mit gekränkt habe, tut's mir leid. War nicht Absicht. Samuel Johnson ist mein Name und Geld ist mein Spiel. Okay. Bonusaufgabe, sammle dreckiges Geld, indem du Samuel Johnson hilfst, sein Geschäft zu entwickeln. Na, das klingt doch mal interessant. Und was hier, fang die KKK-Waffenlieferung ab. Bist du die KKK-Schläger, die die Waffen bewachen? Ah, ich will ein Krankenhaus, mehr will ich doch nicht. Erledige einen Auftrag für Samuel Johnson, um etwas Geld zu verdienen. Kosten 5 Schusswaffen. Okay, und hier... Öffne ein Buchmacher. Okay. Brauch 5 Schusswaffen. Verkauft 10, verkauft 5 Schusswaffen. Hey Soldat, ich verkaufe hier ein paar Waffen, die Onkel Sam sicher nicht vermissen wird. Ja, lass mal rüberwachsen. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Und hier wollten wir jetzt ja irgendwas eröffnen, was Geld bringt. Ja, irgendwie bleibt ja unser gefütterter Wert konstant auf 50. Würde ich mal sagen, machen wir eine Pfandleihe auf. Lass das mal den Arzt machen. Um ein bisschen sauberes Geld zu scheffeln. Ansonsten suchen wir uns mal noch einen kleinen Laden und... Oh, würde ich mal sagen, sind Ponzi-Trinken oder sowas dergleichen. Oder ach, wir haben jetzt erstmal so 30 Bier. Bier brauchen wir nicht mehr so lagern. Kann ich ja gleich irgendwie an jemanden liefern. Für 600 Geld. Was jetzt? Nehme ich so gerade so ein bisschen Ebbe in der Kasse. Wo haben wir denn hier ein schönes kleines Geschäftchen? Sag jetzt nicht, es gibt hier keine mehr. Ach, Jungs, bitte nicht. Was soll denn Scheiß? Ernsthaft. Arbeit macht mich durstig. Ja, komm. Produziert auch Schusswaffen. Und mehr effizient, wenn der Verhandlungswert runter ist. Beliefert Flüsterkneipe. Ich liefere immer. Ja, nice, 600 Geld und kauft genau Schusswaffen. So wird's gemacht. So. Ah, wir haben schon mal 5 Sterne. Wo haben wir jetzt hier den Pop da? Gefallen einfordern. Zack. Wechsle die Sterne. Dann Rechnungen einsammeln. Dann machen wir das mal. Schicken wir mal uns selber hin, natürlich. Ein wahrer Boss hat und keine hier, Angst vor Drecksarbeit. Öffne Buchmacher. Ach nee, du, ey. Dafür bin ich viel zu arm. 5000 dreckiges Geld brauchen wir. Also die Pfandleihe, die produziert ein bisschen sauberes Geld. Und das werden wir halt nach und nach ein dreckiges rumwaschen. Ja, passt. Klingt nach dem Plan. Waffen kriegen wir von denen auch. Schön, und irgendwann mit genug Waffen werden wir mal hier die Destillerie und Brauerei da über mal abschießen. Oder auch mal ein paar Flüsterkneipen. Großartig. Oh, 1500 dreckiges Geld, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht so ungefähr, bekommen. Flüsterkneipe beliefern. Komm, haben wir gleich wieder genug Bier für. Dann können wir... Ja, diese Suppenküche brauche ich ja jetzt nicht mehr. So wie die Bugs Arena, oder? Was mache ich denn jetzt? Ach scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss mal weiter Bier verkaufen. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Ja, komm, geben wir mal die Suppenküche auf. Brauchen wir ja anscheinend nicht mehr. Und was machen wir nochmal rein? Was wolltest du ein Buchmacher, ne? Jo. Für Buchmacher war jetzt Level 3 notwendig, oder? Genau. Wer streckiges Geld und sauberes Geld erhöht Effizienz von Hotels und Casinos. Ich könnte jetzt einen kippen. Ja, Flüsterkneipen gibt's ja in der Nähe genug. 1000. Oh, 10 Effizienz auf alle Gebäude. Das ist schön. Machen wir das mal. Und dann machen wir mal einen Buchhalter. Ein wahrer Boss hat keine Dann können wir Angst das ja auch erledigen.
Kann ich jetzt schon ein bisschen Geld umwaschen? Ja, nee, das war mir schon klar, dass ich dafür zu wenig habe. Egal. Der wäscht dann dreckiges und sauberes um. Und das saubere machen wir dann in noch mehr dreckiges Geld. Muhaha, Pläne. Irgendwie muss ich jetzt an noch mehr Geld kommen. Aber beliefern kann ich die erst in nur 2 Minuten. Da ist noch eine Flüsserkneipe, das ist schön. Bisschen mehr Bier und dann können wir wieder das machen. Genau so wird's gemacht. Der Buchmacher ist da. Ich habe einen Buchmacher. Das ist doch ein Buchmacher. Ah, das ist ein Buchhalter. Oh. Scheiße. Verdammt. Hätte ich vorher drauf gucken müssen. Ja komm, dann brauchst du mal so einen Fälscher natürlich hier. Druck dreckiges Geld. Kostet aber auch ganz schön. Na komm, machen wir den mal. Eine Pause für den Boss. Blieb von dann mal hier um die Schnaps, die Flüsterkneipe mit Bier. Was jetzt? Und dann heißt es wieder ein bisschen warten. Ich würde natürlich auch hammer gerne die Bank einfach mal ausrauben. Aber, wie schon gesagt, Knast, verletzt. Ist ja einer im Knast, viel verletzt. Behandeln die dem Knast nicht? Großartig. Hey. Upgrades. 20% mehr Effektivität und Fälscher wird auch dann noch Geld drucken, wenn der Verhandlungswert auf 2 Sternen liegt. Ach, druckt er gar nicht erst. Wegen zu viel Sternen. Scheiße. Ach, dann wollen wir uns nochmal Squeaks befreien. Und oh, 80 sauberes gegen 200 dreckiges. Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Geschäftsmann einfach nicht in Ruhe lassen. Ich hab das FBI im Nacken. Ach, die verdammten Bastarde werden echt gemein, wenn sie Blut riechen. Aber noch bin ich nicht am Boden. Ja, ja, nein, Sir. Ja, hier komm, hier kriegst du ein bisschen eine Geld. Pause für den Boss. Das machst du schon. Ach ja, ey. Ich weiß nicht, haben wir irgendwo noch einen Deputy? Hatten wir doch irgendwie noch. Bitte? Deputy? Einer? Nee, anscheinend doch nicht. Oh, scheiße. Naja. Erledigt. Und besser als Mario. Ja, 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 komm, mach mal ruhig. So, 300 Geld wenn auch über 2 Sterne. Nee, auf 2 Sterne. Machen wir das mal. Dann druckt er jetzt wenigstens mal ein bisschen Geld. So, das kann ich auch schon bald wieder beliefern. Ich brauche halt nur Bier. Es gibt einen Grund, dass ich Geld. Der Boss bin. Ach, das ist schön. Der druckt Geld. Soll ich meine Brauereien erhöhen hier? Ach ne, ist nur Beliebtheitswert. Aber auch hier? Ja, auch nur Beliebtheitswert. So, 30 Bier, komm. Ah, ich mal wieder weg. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Ah, so eine Boxarena weiß ich jetzt nicht. Die ist nicht so effizient. Wegen meinem Beliebtheitswert. Ja, komm weg, den Ding. Dann machen wir da ein Buchmacher. Du wolltest auch einen Buchmacher, oder? Genau. Was bringt mir ein Buchmacher? Bringt Profite an dreckigen Geld und kuppelt Boxarenen und Casinos an. Hoher Beliebtheitswert erhöht Effizienz. Eher weniger. Hier Ponzi-Trick. Schutzgeld. Nee, komm, mach mal noch eine Pfandleihe auf. Ja, komm, noch eine Pfandleihe. Dafür riskiere ich was. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss so. Bin. Dafür brauchen wir auch nicht mehr Bier. Das Bier können wir dann in die Flüsserkneipen stecken. Aufkaufen? Nein. Ich will die nicht aufkaufen. Ich beliefer die lieber. So, 7 Schusswaffen. Wir könnten natürlich auch hier die Destillerien hier langsam Brauereien zerschießen, um selbst wieder was hinzubauen. Verkauft Lagerplatz. Oh, ja.
Ah, warten wir erstmal. Ich brauche Geld. Ich muss Ermittler bestechen. Sonst gibt es hier keine Möglichkeit. Scheiße. Darauf trinke ich ein. Ja, ja. Wie schon gesagt, Flüsterkneipen gibt es hier genug. Mehr Effizienz und auch Schusswaffen. Schöne Sache. So. Ich würde mal gerne ein bisschen sauberes und dreckiges umwaschen. Geht nicht. Das braucht die Leute nicht mehr gesund werden. Ich brauche doch einfach nur Geld. So, komm hier, Flüsterkneipe. Bitte sehr, kriegst du Bier. Na toll. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Nee, hast doch nichts. Ich weiß nicht, sollte ich es riskieren, das Glück zu befreien mit 3 Verletzten, 2 Gesunden? Also halt 4 Kämpfer und 1 Unterstützer? Wer ist nicht so sicher? Bevor es Gigs, die brauche ich auch Zeit nicht. Der Job ist getan. Aber ich habe noch viele andere. Ja, mach mal, bring mir Geld ein. Oh Mann, immer so viel Sterne. Kann ich nicht irgendwie Sterne wegkaufen? Natürlich kann ich das nicht. Oh. Ah, komm, 10 sauberes Geld brauche ich noch. Jawohl. 500 sauberes Geld gegen 1200 dreckiges. Ich muss etwas Geld waschen. Stell keine Fragen, du wirst keine Antworten kriegen. Das ist mir auch gleichgültig. Hier, komm, kriegst du. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Ich brauche Geld ganz, ganz dringend. Weil bald ist schon 5 Sterne erreicht. Dann kann ich nichts mehr machen, weil der Verhandlungswert so hoch ist. Oh, kann ich dann noch Bier verkaufen? Bitte. Komm, hier, 2 Bier noch. 2 Bier. Um 90 Bier mache ich so pro Tag. Ist aber schön. Jetzt noch verkaufen. Jawohl, geht sogar. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Ja, ich. Das ist mein ganzes Vertrauen in dich. Dann braucht bald wieder genug dreckiges Geld. Hoffentlich. Zack. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, jawohl, mach es selbst. Kommt er noch mit 600 Geld an? Warten wir wieder auf 30 Bier. Das geben wir dann wieder an die Flüsterkneipen. Wo ist sie hin? Hier ist eine. Und hier ist eine. Boah, wo ist die Zielen? Achso, ist schon bereits beschäftigt. Hier setzen wir die weg und konnte nichts mehr liefern. Das ist nämlich scheiße. So, das läuft alles aus. Das ist schön. Ach komm, Doc, stell dich nicht so an. Ich brauche mehr Bier. Kann ich Bier billig kaufen? Es geht. Wird es jetzt nicht so sehr lohnen. Produziere ich einfach selber weiterhin. Ich könnte jetzt einen kippen. Ja, du warst gerade bei meiner Flüsterkneipe. Hattest sogar gerade 30 Bier bei dir. Mein Gott. Ja, nee, Kämpfe weiß nicht, will ich nicht bestreiten, weil die halt auch noch verletzt sind. Wieso habe ich hier kein Krankenhaus? Ist doch scheiße. Geld produziere ich auch nicht gerade zu viel. Halt eher nur sauberes. Und das auch nur wenig. So, Bier ist wieder da. Gleich mal wieder liefern. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Kauft jemand gut Schusswaffen? Ah. Ich könnte jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen. Und mit denen würde ich halt hier die Destillerie und hier die Brauerei zerschießen. Und du könntest dann dort dann neue Sachen reinpacken. Bis hier noch ein 40 Bier. Mieten. 25 Lagerraum für 100. Ach, ey. Genau so wird's gemacht. Wie teuer ist denn ein Gebrauchtwagen? 400 dreckiges Geld. Ja, komm, machen wir mal. Ich hab noch eine Menge Arbeit.
Dann warten wir, bis die Ermittlungen beginnen, bestechen wir die, zerschießen dann dort die Läden und kaufen dann dort mal neue Sachen. Kann ich ein bisschen Geld wieder waschen? Ah, 500 sauberes Geld erst. Komm, das habe ich doch schnell zusammen. Bitte. Genau so wird's gemacht. So, er ist schon mobil. Da Ich sind habe eine Spur vom Ku Klux Klan. Die Leute tuscheln über ein großes Treffen, das irgendwo in der Stadt stattfinden soll. Och, und ich soll das wahrscheinlich irgendwie stürmen oder so ein Scheiß. Was mal hier. Oh, ah. Mit der Bestechen oder Sündenbock benutzen? Nee, komm, besteche ich erstmal. Ich brauche die Flüsterkneipen. Zum ersten Mal bin ich auf die Dinger angewiesen. So, dann Drive-by-Überfall. Keine Pause für den Boss. Komm hier, Geld waschen. 500 sauberes Geld gegen 1200 dreckig. Ich muss etwas Geld waschen. Lass das mal den Arzt machen. Redet ihr ruhig und dann kann ich halt sagen, das war's halt auch vom dritten Teil von Let's Play Murder City of Gangsters von der Northside. Dann sage ich euch, danke fürs Video schauen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.